Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Wrestling Cafés. 14 Ausgaben, wir sind immer noch da. Noch hat es niemand geschafft, uns wieder runterzukriegen. Auch heute habe ich wieder Gäste dabei. Auch die gehen uns nicht aus. Mit dabei ist wieder mein geschätzter Kollege, der Benny. Guten Tag. Der Kim ist dabei. Hallo. Und der Murph ist auch dabei. Ja, Murph, nicht Murph. Hi. Ich habe vergessen, wie ich dich anmoderieren wollte. Der Mighty Morphin. Mighty Ja? Morphin Power Ranger, genau. Genau, irgendwas mit Power Ranger. Go, go, Power. So, okay. No one can ever take them down. Bevor mir die Show gleich wieder am Anfang aus den Fingern gerät, starten wir einfach mal, es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu sagen, irgendwelche letzten Worte. Das klingt jetzt aber sehr komisch, irgendwelche letzten Worte. Meine letzten Worte wären wahrscheinlich Wake me up before you go go. So. Gut, hätten wir das auch geklärt. Wir starten heute, wie könnte es anders sein nach diesem Event, was dann gestern auch im Free TV lief? NXT Takeover Respect. Wieder mal in Winter Park, Florida. Ja, im Vorfeld ganz groß angekündigt, das erste Mal im Main Event, die Damen mit einem 30 Minuten Iron Man Match. Und auch das Tag Team Tournament wurde so fortgeführt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen da jetzt keine komplette Review draus, sondern gehen einfach so ein bisschen kurz auf die einzelnen Punkte ein und reden dann allgemein über das Event. Wir fangen einfach mal an mit dem Debüt von Asuka bzw. Asuka, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn sie so ausgesprochen wird. Wenn nicht, korrigiert mich. Aber das war für mich, die überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ein absoluter Aha-Moment, was die Diven Division bei NXT angeht aktuell. Ja, ich persönlich denke auch, dass es relativ weit bringen wird bei NXT. Ich hoffe, dass es nicht zu schnell ziert. Nicht, dass sie hier beim nächsten Special schon ein Titelmatch gegen Bayley hat. Aber da sollte ordentlich was gehen. Ja, das nächste Special ist irgendwann so November, Dezember, ne? Da wird Da kann man in wahrscheinlich. der Zeit kann man da schon was Glaubhaftes aufbauen, ne? Ich glaube aber eher, dass es dann nach den Tappings eher Alexa Bliss sein wird, die dann. Ja, gut, okay. Wenn man die Tappings natürlich schon gelesen hat, dann weiß man das natürlich, wie das in welche Richtung das eventuell gehen könnte. Aber für Naja, mich Asuka muss ja auf auch jeden nicht. Fall. Nee, ich meine, naja gut, aber wenn man es nach den Tapings dann jetzt so durchzieht, dann wirkt das wahrscheinlich schon ein bisschen merkwürdig. Aber für die Zukunft hat man da auf jeden Fall wieder ein starkes Roster. Man hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass nachdem nee, Quatsch, nicht Emma, Charlotte und etc. jetzt nach oben gegangen sind, dass das so ein bisschen ins, ja, dass die Diven Division da jetzt, oder die Women's Division da so jetzt ein bisschen nach unten sackt. Aber wie man sieht, holt man da namhaften Ersatz. Und ja, also ich sehe da wieder eine goldene Zukunft. Ja, aber kommt doch jetzt auch, wie heißt sie, Nia Jax? Ja, habe ich auch gelesen, sagt mir aber auch nichts. Mir auch nicht, aber wer weiß, wenn Das ist doch Asuka hat uns auch irgendeine. nichts gesagt. Also, naja, Dex ist doch, glaube ich, irgendeine Verwandte von The Rock, oder nicht? Ach, die ist das. Ja, genau. Das ist die etwas größere, sag ich einfach mal. Also die ist halt nicht so diese klassische WWE-Diva, sag ich mal, Noch eine sondern Tamina. mehr. Noch größer. Nicht Warte ich. größer. Muskulöser. Sie ist Okay. ein Bisschen mehr. Plus-Size-Model. Ja, ich wollte gerade sagen, also die hat ein bisschen mehr. Also ich sag mal, wenn da gut, wir können ja jetzt alle drüber sprechen. Okay, sie kommt aus einer Wrestling-Familie. Charlotte kommt auch noch aus einer Wrestling-Familie und ist eine klasse Wrestlerin. Jetzt muss man halt gucken bei Nia Jax, ob die das eventuell auch so mitgekriegt hat wie Charlotte. Ja, muss man abwarten, sicherlich. Also, ich sag mal so, das hat ja nie was eigentlich mit den Genen zu tun. Es kommt halt immer darauf an, wie man den Sport gemacht hat und wie man sich halt auch verbessern will und dann es auch tut.
Ja, eben. Also bei Charlotte ist es ja so, dass sie durch ihren Vater halt auch ganz schnell die Leidenschaft zum Wrestling irgendwo bekommen hat, ne? Und sich dadurch halt auch immer verbessern wollte, etc. Von daher, ja, muss man halt gucken, wie bei ihr der Wille ist. Also sie hat jetzt vor einem Jahr irgendwie angefangen, glaube ich. Hat sie bei der WWE unterschrieben. Davor hat sie, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, davor hat sie mit Wrestling nichts am Hut gehabt. Aber ja, auch Leute, die spät anfangen, können was reißen, wenn sie sich eben anstrengen. Joa. Murph, du hast dazu noch gar nichts gesagt. Ja, ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt hier über diese Asuka. Kommt ja aus Japan, hat auch ziemlich gut Titel gehalten und so. Ich meine, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe das Special noch nicht geguckt. Ich habe nur den Bericht gelesen und mal so Das ein lief paar. gestern im Free TV. Ja, ich wollte mir den Wecker stellen, aber ich war dann doch zu faul aufzustehen und mich danach wieder hinzulegen. Andere Sache, hast du zufällig die 7TV-App? Nein. Da kannst du dir das kostenlos auch noch angucken. Ja, ist doch gut zu wissen. Und ich glaube, unser Freund Luke Geld hat im Board sogar den Link gepostet zu der Online-Seite, wo du es dir auf dem Rechner nochmal angucken kannst. Absolut korrekt, hat er getan. Ja, hat er getan. Das habe ich vorhin schon entdeckt. Da werde ich mir das darüber einfach dann nochmal angucken. Aber so von Lesen her und so, ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite cooles Zeug dabei, so für Matches. Auf der anderen Seite denke ich mir aber halt, ja, halt durchschnittlich im Gesamten so. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das, wenn man dann halt die Bilder dazu sieht, dann nochmal einen ganz anderen Eindruck gibt, aber ich denke mal schon. Also ich kann dir sagen, dafür, dass ich eigentlich keine Frauen-Matches angucke, sind die zwei Matches, so wie ich sie bis jetzt gesehen habe, wie gesagt, 20 Minuten, habe ich vorhin schon gesagt, 20 Minuten vom Main Event habe ich verpennt, weil ich müde war. Aber Versucht. was ich bis jetzt gesehen habe, war wirklich gut. Auch das Damen-Wrestling war gut. Und die zwei Tag-Team-Matches, beziehungsweise die drei Tag-Team-Matches waren auch grandios. Dann noch hier Tyler Breeze gegen Apollo Crews war auch gut. Also wirklich, wenn du dir den anguckst, guck dir lieber den an, bevor du dir irgendeinen WWE Main Show Pay-Per-View anguckst, weil damit MMM. machst du nicht so viel falsch, als wenn du dir jetzt zum Beispiel nochmal, was war der letzte Pay-Per-View? Night of Champions. Night of Champions anguckst, weil Night of Champions war, wenn wir jetzt auf 5 Sterne es runterschrauben, war Night of Champions, waren vielleicht 2, 2,5 Sterne. Und der Event, auch wenn er in meinen Augen einer der schwächeren NXT Takeover war, trotzdem noch bei einem Ding, wo ich sagen würde, so im Großen und Ganzen würde ich 3,5 Sterne geben. 3,5 bis 3,75 oder vielleicht sogar 4 mit gutem Willen. Ja, Ich sehe ich das aber. bin bei 4. Ich würde auch ungefähr 4 sagen. Ich finde es aber auch nicht schlecht, dass der jetzt mal ein bisschen schlechter war. Weil das Problem ist ja irgendwann, wenn du es immer höher bringen wirst, beim Wrestling ist das halt so, dann hast du dann irgendwann, läuft es schnell Gefahr, dass es dann vielleicht ein bisschen belanglos wird, obwohl es eigentlich geil ist. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt gewesen, dass man jetzt außer dem 30-Minute Iron Man Match jetzt ein bisschen, in Anführungsstrichen, eine schwächere Card hatte. Obwohl es halt immer noch, wie Benny gesagt hat, immer noch besser war als so gut wie jeder WWE Main Pay-Per-View. Ja, nee, ich will gar nicht sagen, dass es schlecht war, dass er schwächer war. Das ist einfach nur, ist nur mir aufgefallen, dass für mich zum Beispiel jetzt Takeover Respect nicht so gut war wie der letzte Takeover. Ja, das war mir auch schon vorher an der Card aufgefallen. Da habe ich schon gesagt, okay, du wirst jetzt nicht hier die ganzen 2 Stunden oder 2,5 Stunden oder was es waren jetzt am Ausrasten sein. Das war das, davon musste man halt ausgehen. Richtig. Aber wenn du mal überlegst, NXT schafft es da trotzdem, einen besseren Pay-Per-View abzuliefern als die WWE Main Shows, obwohl sie Leute abgegeben haben wie Charlotte. Gut, Sasha Banks war da jetzt noch dabei, aber Kevin Owens ist weg. Neville ist weg. Ja Ganz gut, aber ehrlich, Sami Zayn ist verletzt. Hideo Itami ist verletzt.
Gut, es sind jetzt aber auch viele nachgekommen, das muss man dazu sagen. Jetzt kommt noch ein James Storm nach, der zwar nur bei NXT sein wird, aber der wird eben auch dementsprechend NXT verstärken. Ja, Noch hat er keinen natürlich. Vertrag, ist aber wohl gerade in der Mache. Also es ist wohl aktuell so ein Tauziehen zwischen WWE und auch immer noch Also bei den TNA. Pendings war es schon mal da, davon. Ja, genau, aber da hat er halt noch keinen Vertrag, weil aktuell hat er ja, glaube ich, überhaupt nirgendwo einen Vertrag, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe. Ist ja irgendwie Nee, ich ausgelaufen, das glaube, ganze Ding. der ist glaube wieder Free Agent. Genau, der Vertrag bei TNA ist ja ausgelaufen. Und aktuell steht er noch mit WWE und TNA in Verhandlungen, wobei WWE da wohl das bessere Gesamtpaket bieten soll. Und er wohl auch irgendwie Bock hat, sich da mit jüngeren Talenten so ein bisschen zu beschäftigen. Aber insgesamt, ja, natürlich hat man bei NXT gut nachgebessert. Ich meine, allein Samoa Joe zu NXT zu holen, ist halt schon mal ein saugeiler Move eigentlich. Weil das sind halt so Leute, die helfen halt so Leuten wie, ja, ich sag mal jetzt zum Beispiel den Mechanics Scott Dawson und Dash Wilder oder auch den Diven oder so, die sich dann halt einfach irgendwie im Business noch nicht so auskennen oder was weiß ich was. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, der hilft einem Finn Balor, weil ein Finn Balor einfach schon einer der erfahrensten Wrestler ist und das, obwohl er noch nicht so ganz alt ist. Aber insgesamt hat NXT noch immer ein saustarkes Wrestler-Roster und kann deswegen noch solche Events dann aufziehen. Ja, natürlich. Das habe ich ja auch nicht gemeint, dass sie jetzt nur noch scheiß Wrestler haben, in Anführungszeichen. Ich meine einfach nur damit, dass wenn du jetzt mal guckst, wenn du jetzt mal ein halbes Jahr zurückgehst, wer da denn so an der Spitze war. Oder in der Upper Card, wie zum Beispiel Sami Zayn oder Hideo Itami oder Kevin Owens. Da war ja ein Finn Balor auch schon mit dabei, sage ich jetzt mal. Oh gut, Samoa Joe war da noch nicht da. Aber du hast die Dichte nicht mehr so wie vor einem halben Jahr im Main Event, sage ich jetzt mal. Würde ich gar nicht so sagen, weil Du wenn hast die Leute noch Zane nicht so weit overgebracht, die jetzt nachgerückt sind. Du hast einen Apollo Crews noch nicht so weit, wie du vor einem halben Jahr einen Hideo Itami oder einen Sami Zayn hattest. Zum Ja, aber Beispiel jetzt die nur. sind ja nicht weg. Die sind ja nur verletzt, die kommen ja wieder. Und wenn Ja, du klar. die wieder hast und dann ist Samoa Joe noch da und dann ist vielleicht auch ein Apollo Crews inzwischen etabliert, dann hast du oben wieder ein unfassbar dichtes Feld, was du da wunderbar für Main Events und was weiß ich nicht alles nehmen kannst. Und um NXT mache ich mir aktuell am wenigsten Sorgen. Ja, vor allem Apollo Crews kriegt ja jetzt auch mal gleich seine erste Chance gegen Finn Balor. Wird er wahrscheinlich nicht gewinnen, also da kann man eigentlich von ausgehen. Aber ist so an sich vielleicht gar nicht schlecht, dass er dann mal eine Niederlage kriegt und dass er dann mal so ein bisschen, also dass er nicht so einen Push aller, was weiß ich, aller Ryback oder sonst wen kriegt, dass er erstmal alles nur gewinnt und dann auf einmal alles verliert, sondern dass man das so ein bisschen, er hat jetzt einen riesen Lauf, den gibt man dann auch dementsprechend die Chance gegen Finn Balor. Und danach lässt man das halt so weiterlaufen, aber man pusht ihn halt stets ein bisschen und nicht gleich von 0 auf 100 und dann auf 0 zurück. Ja, das hat man bei NXT ja sowieso gut drauf, irgendwie Leute also in Maßen halt zu pushen, so dass es halt fürs Main Event reicht, aber eben auch nicht so ein Ding zu machen wie bei Rusev oder so, der dann mit der ersten Niederlage so ein bisschen entzaubert ist und Ja. ja. Gut, weiß man nicht. Ich denke mal, wenn Apollo Crews jetzt seine erste Niederlage hat, dann ist er vielleicht auch nicht mehr so interessant für manche, für normale Zuschauer, sage ich jetzt mal. So die Hardcore-Fans, die sich das angucken und UHA Nation schon ewig kennen, die werden den trotzdem noch abfeiern. Ja, aber ich denke mal, dadurch wird man dann halt auch sehen, wie er für die WWE gemacht hat, also wie er sich dann aus solchen Situationen auch zeigen kann dann, wenn er mal so ein bisschen an Momentum verliert, wenn man ihn mal zwei, drei Matches verlieren lässt oder so, weil auch wenn man im Main Roster gut booken würde, heißt es ja trotzdem nicht, dass man da jetzt dann nur gewinnt oder so. Dann muss man halt auch mal verlieren, auch mal vielleicht einen Depuss kriegen oder so und von daher wird man halt daran sehen können, wie er für die WWE gemacht ist, beziehungsweise was die WWE mit ihm machen kann. Ja, man sagt ja, oder irgendwo habe ich das letztens gehört, dass UHA Nation eigentlich in Vince McMahons Augen der perfekte Wrestler ist, nur dass er die falsche Hautfarbe hat. Obwohl er ja eigentlich perfekt eben dafür wäre, weil man ja oft auch schon immer davon geträumt hat, dass man einen guten
dunkelhäutigen Wrestler hat, der halt oben mitspielen kann und man den in den oberen Card-Regionen, auch wenn The New Day im Moment gut sieht, eigentlich nicht hat. Ja. Wird auch nicht passieren. Wird nie passieren. Kann ich mir super vorstellen, Brock Lesnar gegen UHA Nation. Aber was ich bei Apollo Crews jetzt gut fand, dass er nicht mit diesem Moonsault gewonnen hat. Ich meine, klar, von einer Person wie ihm, Moonsault ist schon klasse, sage ich auch nichts gegen. Aber es ist am Ende nur Moonsault, da fand ich dann diese Powerbomb-Version schon wesentlich besser. Hast du dir ja schon mal andere Matches von ihm angeschaut? Nein. Der macht die auch aus dem Stand eine Shooting Star Press. Hat er Ja, auch gemacht. das glaube ich. Gut, das kann ich auch als Finisher dann noch wahrnehmen. Aber so ein simpler Moonsault beim letzten, also beim Takeover Brooklyn da, das war mir ein bisschen. Also klar, von so einer Person wie er ist das klasse, aber an sich ist es halt dann am Ende trotzdem Moonsault, ne? Ja, natürlich, natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich habe Matches schon von ihm gesehen, der fliegt durch den Ring wie nix und dafür, dass er eigentlich schon eine Statur hat wie Bobby Lashley. Ja, genau. Wobei ich Und auch diesen Kick gegen Breeze stark fand, wo dann, also Breeze hat ja ein bisschen dominiert gehabt. Und dann hat er diesen Kick gezeigt und auch erstmal von ihm so dieser Kick. Dagegen ist ja, was weiß ich, ein Dropkick von John Cena lachhaft oder so. Und, diesen Enzuigiri, genau. wo ich weiß, ich glaube, Sebastian Hackl hat dazu gesagt, ein Scissors Kick. Oha. Oha. Dann muss ich mir das Ding, glaube ich, mal auf Deutsch anhören, wenn der Also, so. ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Die haben auch angesagt, dass zum Beispiel Finn Balor schon 20 Jahre international wrestelt. Die haben natürlich jetzt keine Promotion gesagt, aber dadurch, dass man es bei den Main-Shows her nicht kennt, haben sie bei NXT ja doch schon ein bisschen Kayfabe gebrochen. Ja, und Naja. sie haben auch deutlich, also sie haben gesagt, er ist halt bei den Independence-Ligen schon bekannt. Also sie haben auch deutlich gesagt, ja, es gibt halt auch andere Ligen als die WWE. Ja. Naja, gut, das macht ja Michael Cole auch, aber er sagt dann immer, Welcome to the Big Leagues. Michael Cole, ey. Ja, aber ich meine halt nur, Ich also. wollte gerade sagen, verarscht den nicht, der hat ordentlich Das zu. Biest! Der Beast from the West. Ja, gut, der will gegen Brock Lesnar seine Streak verteidigen. Kannst du sagen, Er was hat du willst? schon angekündigt, dass sein Körper niemals im TV gesehen werden wird. Ja, und dann sagt die WWE, so, Cole, ab in Ring, Ja. nächster Network Special, live from the New York Yankees Stadion, Brock Lesnar gegen Michael Cole. Und warum muss ich seinen Scheißkörper sehen, als er noch eine fette Wampe hatte? Weil es da lustig war. Ha, ha. Ja, lustig, ey. Wollte gerade Ja, sagen, Vince stehst du McMahon, auf lustig. muskelbepackte Männer? Nee, aber ich stehe noch weniger auf fette Männer. So, Aber. Freunde, zurück zum Thema. Lass mich doch mal ein bisschen homoerotisch werden. Nein. Kannst du gerne in deiner Freizeit tun? Als ob er das sowieso nicht macht. Ja, natürlich. Wir kennen doch die Geschichten. Ja, wollen wir jetzt noch großartig, ich meine, wir haben jetzt das Tag Team Tournament im Prinzip schon angesprochen eben. Könnte man im Prinzip, also auf Cruise sind wir auch eingegangen, jetzt könnte man im Prinzip noch aufs Main Event ganz kurz eingehen, auf das Match an sich. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe zwar ein Drittel verpennt. Bailey hat Welches das Match? Ding ja, das Also. Main Event. Okay. Bailey hat das Ding ja 3 zu 2 gewonnen in der 29, in Minute 29 und Sekunde 58. Wirkte dadurch meiner Meinung nach ein bisschen albern, weil die 2 Sekunden hätte Sasha Banks jetzt auch noch durchhalten können. Natürlich kann man sagen, okay, sie hat halt die Uhr nicht im Blick gehabt. Aber auch der, also der Finisher war halt, war das Finish war halt irgendwo unfassbar. Unfreiwillig komisch, weil sie hat halt diesen Armbar angesetzt gehabt und hat ihr halt noch 1000 Mal gegen den Kopf getreten, so nach dem Motto, gib jetzt endlich auf. Das Finish fand ich persönlich ein bisschen unglücklich, kann man sehen, wie man will. Das Match an sich war allerdings saustark. Ja, also ich finde, beim Finish hätte man auch ruhig ohne Probleme irgendwie das 5 oder 10 Sekunden früher machen lassen können und dann hätten Ja. die halt den Rest noch auf dem Boden gelegen, da hätte keiner irgendwie was gegen gesagt, glaube ich. So war es wirklich, wie du gesagt hast, ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten war das Match schon richtig stark. Vor allen Dingen, da hatten wir beide ja schon vor der Aufnahme drüber geredet, als Sasha Banks das 2-1 gemacht hat via Countout.
Ist er dann im Ring gewesen, hat dann erstmal im Ring sich hingelegt und dann zu dieser Izzy, dieser treueste Fan von Bailey oder was das ist, dieses kleine Mädchen, erstmal schon so hingeguckt und so ein Zeichen so gemacht, von wegen ja heul doch oder so. Dann hat sie noch irgendwie so eine Schleife gehabt. Ich weiß nicht, ob sie die ihr geklaut hatte oder ob sie die von Die hat Bailey sie ihr oder so hat. geklaut. Ja, genau. Und dann noch in die Richtung da geworfen hat und das kleine Mädchen einfach so geheult hat. Also diese Storytelling einfach in dem Moment. Sagenhaft. Ich habe aber gelesen, dass nach dem Event, dass die Kleine backstage durfte und sie sich noch vielmals entschuldigt hat und ihr noch irgendwie was geschenkt hat und die dann Ja, noch sie irgendwie ist ein. das. Ich meine, es war ja alles auch so geplant, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon wusste, aber die Eltern werden vermutlich davon gewusst haben. Und sie ist ja auch irgendwie schon tausendmal da gewesen und der KM meinte vorhin auch schon, dass die Kommentatoren sie auch schon erwähnt hatten vorher mal und gilt wohl tatsächlich da als Baileys größter Fan. Wurde ja auch umarmt vorher, vor dem Match. Ja, dass sie dann Backstage darf und einmal die Heldin dann so treffen darf, ist ja irgendwo dann auch logisch. Also so wie sie geheult hat, kann ich mir dann eigentlich fast schon nicht vorstellen, dass das so abgesprochen war mit ihr. Also mit den Ja. Eltern wahrscheinlich schon, Ich habe aber irgendwie eben gehört, dass Sasha Banks sie dann noch Backstage geholt hat, die ganze Family, dass sie dann noch was essen waren und sie sich noch tausendmal entschuldigt hat. Und dann waren die irgendwie Bailey, Sasha Banks und eben die Kleine mit den Eltern, die waren dann noch irgendwie unterwegs und hatten noch einen schönen Abend. wunderbar. Waren doch am Ende alle glücklich. Ja. Ich fand Gut. aber auch, um das nochmal kurz zu sagen, ich weiß nicht, also unter der Woche gab es von UFC wegen dem Kampf von Ronda Rousey ein klasse Video gegen Holly Holm. Absolut großartig. Genau, und ich fand aber auch, dass, wenn es auch auf andere Weise war, das Video von Bailey und Sasha mindestens genauso gut, weil man halt also ich hatte noch die Pre-Show geguckt, die war, ich gucke die gern bei NXT, weil sie auch nur eine halbe Stunde ist, also ganz human. Und da war halt man, als man das Video gesehen hat, das war ein bisschen länger als das, was man, glaube ich, dann im Pay-per-view gesehen hatte. Und da war man noch mehr gehypt auf also da war man dann so richtig gehypt auf dieses Match, hat sich richtig gefreut, weil man so wusste, okay, hier treffen jetzt wirklich zwei aufeinander, die sich ebenbürtig sind und nicht so wie bei der WWE, wo du dann, was weiß ich, eine Nikki Bella oder einen Seth Rollins hast, wo du sagst, okay, eigentlich muss der einfach nur auf den Sack kriegen. Und hier hast du wirklich gewusst, hier sind zwei Leute, die können sich beide ordentlich wehtun. Da hast du jetzt dann richtig Freude dran. Ja, also diese Videos, ich meine, das kann die WWE. Das hat sie ja nun oft genug schon bewiesen, dass solche Hype-Videos, dass die sowas ganz gut auf dem Kasten haben. Ja, dann sind wir im Grunde durch mit NXT. Hat noch irgendwer was zu sagen, eine abschließende Wertung? Also wie gesagt, bei mir sind es 4 Sterne, die ich da geben würde. Ja, ich habe ja gesagt, drei Viertel. Ich habe ja gesagt, so drei Viertel Sterne würde ich geben. Ich wäre auch so bei vier, weil man eigentlich alle Matches mindestens solide waren, eigentlich sogar unterhaltsam. Auch wenn es jetzt vielleicht bis auf das Main Event keine Matches waren, die man sich jetzt unbedingt noch 10-mal angucken muss oder so. Also da wäre wirklich nur das Main Event dann, wo man sagt, das kann man sich noch öfter geben. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu einem Thema, wo vielleicht auch der gute Murph ein wenig mehr zu sagen kann, weil der irgendwie, also entweder er ist nicht mehr da Doch, 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 oder doch. Wie alles gesagt, klar. ich hab's ja nicht geguckt, dann Genau, ist halt immer ein bisschen deswegen. doof, was zu sagen, ne? Deswegen gehen wir jetzt auch mal weiter. Aber, Moment, Moment, Nein, doch ein kleiner Satz. Benny, Benny, du darfst. Hannes, Freund der Sonne. Ich bist. habe ihm pünktlich die Okay. Liste geschickt, welche Punkte wir besprechen wollen. Das möchte ich nur dazu sagen, er hat sich nicht vorbereitet. Setzen 6, ne? Nee, 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 nee. So, jetzt kannst du gerne weitermachen, Hannes. Okay, dann kommen wir jetzt zu Bennys Wunschthema. Yeah! Und das ist, bringt Triple H die Cruiserweight Division zurück? Fragezeichen. Nun, wenn man es genau nimmt, waren das alles nur so Andeutungen von Triple H und man hatte es wohl mal geplant, es ist aber irgendwie wieder nach unten gerutscht in den Planungen und man wollte sogar mal eine Cruiserweight-Only-Show machen, aber auch das ist wieder in die Hose gegangen und
Ja, aber so wie Triple H drüber spricht, lässt sich zumindest erahnen, dass das Thema noch nicht zu den Akten gelegt wurde und immer noch irgendwo in den Köpfen der Offiziellen schwirrt. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, weil die Cruiserweight Division damals immer für schnelles und spektakuläres Wrestling stand. Und von daher immer her damit. Ja, ich hab ja auch gelesen, dass die Planungen wurden ja verworfen, weil man ja dann die Divas Revolution dafür vorgezogen hat. Und deswegen Hätten ist sie das lieber die wohl, Cruiserweights zurückgebracht. ja, das habe ich mir dann auch so gedacht, hätten sie mal lieber die Cruiserweights zurückgebracht, weil die Divas Revolution ist ja eigentlich total vom Popo. Ich fände es auch besser, wenn es wieder eine Cruiserweight gäbe, weil es gibt auch genug im Main Roster, die man da reinstecken könnte. Und eigenen Titel, eigene Show würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber da ja, erstmal die Division zurückbringen. Ja, ich würde mich aber fragen, wenn man wirklich, also wenn man eine Division richtig zurückbringen muss, dann muss man ja auch eigentlich richtige Cruiserweight-Fäden haben. Und bei allem, was lieb ist, ich bezweifle, dass die WWE das in diesem Jahrhundert nochmal irgendwann hinkriegen würde. Ja, ich habe mal mit einem Kumpel letztens auch gesprochen hier über dieses Writing und Storytelling und so. Und da habe ich mal einen schönen Vergleich gebracht und habe mal gesagt, so gibt ja hier RTL, RTL2, also hier ACTV und so. Und manchmal denke ich, dass so diese Leute, die bei der WWE schreiben, auch genau diese Sendung mitschreiben. Das ist irgendwie teilweise genau dasselbe Niveau und genauso hirnlos. Ja. Keine Frage. Also gewisse Parallelen sind da schon da, das will ich nicht bezweifeln. Allein, wenn man jetzt vergisst, also bevor jetzt immer bei den Frauen von der Divas Revolution die Rede war, ging es eigentlich immer nur darum, ich habe die größten Titten, du hast irgendeinen Dehnfreund, du hast ein scheiß Outfit oder sowas. Also da war es immer nur darum. Jetzt geht es darum, oh, wir sind Frauen, wir können was, aber so wirklich zeigen oder so wirklich sinnvoll ist das halt im Moment nicht gemacht, aber man halt ein bisschen. Man stellt es ein bisschen anders dar, zumindest. Naja, na die einen heult rum, oh, ich bin besser als du bist scheiße, ich sehe besser aus als du, bla bla bla, mehr ist das doch im Moment gar nicht. Naja, gut, aber es war früher noch niveauloser, sagen wir es mal so. Ja gut, da war es wirklich nur Tits and Asses. Ja. Aber klar, das ist jetzt nicht so. Man sieht es doch allein bei NXT, dass man halt nicht diese Divas Revolution, also man hat, ich glaube. Das einzige Mal, dass man wirklich von dieser Divas Revolution großartig geredet hat, war jetzt bei diesem Special. Sonst hast du eigentlich nur immer über die Frauen an sich halt bei NXT geredet, dass die halt klasse Matches liefern. Cruiserweight Division ist das. Ja, okay. Wir müssen mal ein bisschen beim Thema bleiben, weil wir hatten ja das mit den Diven hatten wir eben bei NXT schon so ein bisschen und wen würdet ihr denn jetzt in die Cruiserweight Division so einordnen? Jetzt Ja. mal abgesehen von eventuellen Neuzugängen, die dadurch vielleicht nochmal dazugeholt werden. Aber jetzt aktuell im Roster, wen könnte man denn jetzt so in die Cruiserweight Division sinnvoll verfrachten? Heath Slater. Zack Ryder. Gut, Zack so viel Ryder. zu sinnvoll. Nein, ich glaube, Zack Zack Ryder Ryder ist Heavyweight ist inzwischen, glaube genau, ich. der ist zu hoch, aber du könntest wen könntest du denn mit reinbringen? Neville. Bo Dallas, Neville, du Naja, Bo könntest. Dallas ist jetzt auch nicht viel dünner als Zack Ryder. Zack Ryder hat Oh. aber Muskelmasse aufgelegt. Ich wollte gerade sagen. Ja, Bo Oder Dallas hat Fettmasse. Kofi Kingston kannst du mit reinnehmen. Du kannst Xavier Woods mit reinnehmen. Diego und Fernando. Du könntest eventuell sogar, wenn El es danach Torito. geht, Stardust. Stardust könntest du mit reinnehmen, genau. El Torito. Ernsthaft, du Penner. Hornswoggle. Die Ja, Usos kannst du. Hornswoggle ist weg. Der ist gefallen bei seiner Hochzeit von der Treppe. Oh, jetzt geht's Gossip-Scheiß wieder los. Du Eieieiei. kannst die Usos mit reinnehmen. Die Usos kannst du mit reinnehmen, Kalisto. genau. Ja, Kalisto, nehmt doch einfach die Tag Sin Team Division Cara, auseinander. Lucha Dragons. Da habe ich doch gerade gesagt, Kalisto Sin Cara. Nee, Entschuldigung. Wir haben Seth ja. Wir haben, Rollins. ja. Warte mal. Seth Von Rollins Sina. kriegt einen D-Push in die Cruiserweight Division.
Aber ja, was ist Seth Rollins? Ich glaube, damals wäre so ein Light Heavyweight gewesen, wie Eddie Guerrero. Naja, aber Light Heavyweight wäre doch auch noch gegangen, oder nicht? Ich kenne mich jetzt Ja. nicht so bei der Cruiserweight Division aus, wie die damals war, aber. Also, wir könnten mit reinnehmen. Adam Rose könnten wir mit reinnehmen. Tyson Kidd, wenn er da ist. Tyson Kidd könntest mit reinnehmen. Xavier Woods, Kofi Kingston. Ja, du könntest aus den Leuten, die The Miz könntest du auch mit reinnehmen. Aber dann. Oh, nee. Der Also, wäre Big ja Show. jetzt. Dann hast du aber Haha. auch. Hast auch das Niveau bei der Cruiserweight Division verloren. Ja, das ist richtig, aber du könntest aus denen, mit denen du eh nichts vorhast, die könntest du da ein bisschen mit reinnehmen und denen eventuell nochmal ein bisschen Momentum geben. Oder wenn du jetzt bei NXT guckst zum Beispiel, du könntest Brian Kendrick, gut, er ist jetzt nur Trainer, war aber damals auch überragendes Cruiserweight. Oder, na, wie heißt er? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Sehen. Solomon Crowe. Könntest du auch mit reinnehmen. Als Light Heavyweight könntest du ihn schon mit reinnehmen. Tyler Breeze kannst du auch reinnehmen. Tyler Solomon Breeze. Crowe ist aber schon eher, auch wenn er klein ist, schon eher. Ja. Ich meine, der wiegt auch seine 94 Kilo, ne? Auf 1,78. Ja, aber Rey Mysterio hat auch seine, was weiß ich, 90 Kilo. Chad Auf Gable kannst du auch reinnehmen. 1,60 Meter. Weiß ja Will nicht, wie es Dempsey aus. kannst du irgendwann auch reinnehmen. Ja, wenn er noch 50 Kilo abnimmt. Ja, genau. Hat er eigentlich noch diese Storyline, dass er Dinner rennen will? Oder muss oder soll? Oder tut er Keine zumindest noch? Ahnung. Man hat leider in den letzten Jahren Leute entlassen, die da gut hätten reingepasst, wie zum Beispiel Brian könntest du auch reinbatschen, ne? Daniel Bryan könnte man auch reinbatschen, ja. Aber Der hier hat ist doch sowas. schon halb von seinem Karriereende gesprochen. Ja, der wird seine Wrestling-Karriere wieder nicht beenden, dann geht er halt wieder zu den Indies. Aber wenn ich mir angucke, wer damals, Chris Jericho war damals auch Cruiserweight Champion. Ja, das stimmt. Und Brian Pillman und Jushin Thunder Liger. Nochmal letzter Run in den Main Shows als Cruiserweight Champion, fände ich geil. Ja, Ja, da gut, wenn glaube du ich auch Neville nicht mit dran. reinnehmen kannst, der ja auch nun so ein Muskelpaket ist, dann kannst du natürlich auch so einen Solomon Crowe oder so mit reinnehmen. Aber da ist dann irgendwo auch schon die Grenze erreicht. Und Rollins geht auch noch. Ja, oder hier Fandango kannst du, glaube ich, auch noch gut mit reinnehmen. Hatten wir Matt Tyson Kidd Hardy. schon? Ja, Tyson Kidd haben wir schon gesagt. Art Truth. Ja, doch. Ginge theoretisch auch. Aber das ist halt Naki kannst alles du auch nicht, mit reinnehmen. das sind halt auch alles nicht unbedingt die Wrestler, die jetzt für Cruiserweight Wrestling stehen, weil Cruiserweight Wrestling war für mich immer schnell und mit ein bisschen Highfly und so ein Gedöns Ja, und. so Lucha Libre mäßig, meinst Ja, du jetzt? genau. Ja, Und da würden nee. dann so Leute wie Bo Dallas für mich null reinpassen. Ja, aber Bo Dallas wär typisch wie damals Jamie Noble. Jamie Noble war auch nie großer Highflyer im Cruiserweight-Sektor. Ja, gut, ist richtig. Und von daher, du, genauso wie Joey Ch Mercury kannst du auch mit reinnehmen. könnte man ja. Ja, aber Aber. der hat, glaube ich, eine Leiternphobie. Ja, ich glaub's auch. Nee, aber es gibt ja so viel, ich sag jetzt mal, leichte Leute, auch im Independent-Bereich, die du da eventuell super mit reinnehmen könntest. Ja, klar, und vor allem kannst du halt auch irgendwelche Jobber, die halt null eine Rolle spielen, kannst du halt durch eine neue Division wieder so ein bisschen mit reinbringen in das Ganze und auch so ein bisschen pushen, ohne dass die halt ganz oben im Main Event mitspielen, aber sie haben halt irgendwie eine Rolle, die sie spielen können. Ja, so das halbe Roster von New Japan kannst du damit reinbringen. Ja, aber du kriegst nicht das halbe Roster von New Ich wollte gerade Japan. sagen. Du kriegst, So. wenn's hochkommt, einen. Stell dir mal Selbst. vor, so Nakamura bei der WWE um einen Cruiserweight Champion. Ja, bestimmt. Ihren Heldenstatus in Japan geben sie auf, damit sie in der WWE ganz unten rumdümpeln dürfen. Ja, ich glaube, wenn die den verpflichten und er soll um einen Cruiserweight
Titelkämpfe. Ich glaube, der geht in den Ring, zieht sich die Hose runter, scheißt in den Ring und geht wieder. Also ja, und macht er hat dann dann einen noch den Adam Rose. Ja. Oh Gott. Ja, Evan Bourne zum Beispiel. Wäre einer gewesen, wenn er nicht Marihuana geraucht hätte und dann einen Unfall gebaut hätte. Ja, zum Beispiel. Oder dass Scotty Too Hotty Standing wie Randy Orton hätte. Oh Gott, Scotty Too Hotty, hör mir auf. W-O-R. Aber guck mal, wenn du dich in Japan so ein bisschen, wenn du dich da so ein bisschen bedienen könntest, sage ich jetzt mal, dann allgemein in der Indie-League gibt es ja noch so ein paar, die doch noch relativ nicht vollgepumpt sind mit Steroiden wie manch anderer Wrestler. Die könntest du da alle mit reinnehmen und ich glaube, es wäre großartig. Ja, ich würde sogar sagen, wenn du es schaffen würdest, nochmal einen Ricochet zu verpflichten, könntest du den da auch mit reinnehmen. Ja, der ist doch aber bei Lucha Underground angebunden. Ja, natürlich. Das sage ich ja nicht, aber wenn es so in dem Kaliber, weißt du, oder hier an Angelico oder wie sie sich nicht alle schimpfen. Chris Sabin, ja. Auch wenn der jetzt natürlich gerade bei Ring of Honor ist. Jay man Lethal. Kann auch Frauen in die Cruiserweight Division schicken, das hat WCW und WWE auch gemacht, habe ich gerade gelesen. Ja. Gab zwei weibliche, also mindestens zwei, die ich jetzt gesehen habe. Ja, aber dann wäre es ja wieder lächerlich. Wir wollen ja nicht lächerlich wieder werden. Obwohl der WWE ist alles zuzutrauen. Ich wollte gerade sagen, glaubst du, das wird ernsthaft durchgedrungen? Also für mehr als zwei Monate vielleicht, wenn überhaupt? Was ist denn eigentlich mit Justin Gabriel? Der ist doch bei TNA. Wollte gerade sagen, Justin Echt? Gabriel ist... TNA braucht ihr mich gar nicht zu fragen. Da habe ich komplett aufgegeben. Ja, braucht man dich bald eh nicht mehr zu fragen, wenn es so weitergeht. Ja. Ja, die haben jetzt irgendwie eine ganze Tour abgesagt, ne? Ihre ja, Halloween-Hardcore-Tour oder so. Irgendwelche vier Termine, aber da war eine One-Night-Only dabei, ne? Ja. Und das Problem bei diesem One-Night-Only ist, dass das ja, glaube ich, gar nicht mal für den eigenen Markt, also den US-amerikanischen Markt wichtig ist, sondern eher für den für die anderen dann, Märkte dann. Naja, klar, logisch. Matt Sydal heißt er jetzt. So. Der gute ja, Evan Bourne. Ja, das hat ich dir aber auch vorher schon bei. Kann. So hieß er ja vorher bei. ROH auch schon. Genau. Und hier, ja, ist jetzt ja wieder auch. Das Gabriel ich. Hieß früher auch PJ Black oder wie er. Ja, jetzt heißt er doch jetzt immer noch PJ Black. Ja, aber. Heißt so er doch jetzt halt wieder. Auch, ja, wieder, genau. Vor seiner WWE-Zeit halt. Und der ist jetzt bei Global Force Wrestling. Ja. Naja gut, das ist ja das gleiche wie TNA. Ja, aber du könntest dich jetzt, apropos TNA, du könntest noch einen Manic mit reinnehmen. Wer? Manic. Heißt der Ach, Manic? Manic, ja, ich hab Manic oder, verstanden. Deswegen. Oder Tigre Uno. Oder genau. Einen, ich glaube auch einen, wie heißt der bei Lucha, Drago? Kurzer Gag, geht mal auf tna.com. Kommt da eine Pornoseite? Nee, schlimmer. Bei mir kommt irgendeine Shopping-Seite hier. Ja, Mann, lass mal Accessoires kaufen. Also tna.com, ich weiß ja nicht. Ach ja, stimmt, ist ja impactwrestling.com. Ja, ist natürlich lustig, dass sie sich nicht die Rechte für TNA.com gesichert haben, aber vielleicht war es auch zu teuer. Google hat sich jetzt übrigens ja, sie haben es aber wieder. abc, keine Ahnung, irgendwas haben sie sich gesichert. Ja, sie haben sich ja auch, haben ja auch vergessen, die Google-Geschichte zu verlängern und auf einmal hatte irgendein Junge aus Amerika das Recht an www.google.com. Inzwischen hat das ganze Ding wieder Google und ich fürchte, dieser Junge aus Amerika ist jetzt ein reicher Mensch. Der hat ausgesorgt. Ja, kannst du von ausgehen. Ich meine, Google ist eine der wertvollsten Adresse, wenn nicht die wertvollste Adresse überhaupt, ne? Ich will gar nicht wissen, wie oft Google aufgerufen wird am Tag. Ich will es auch nicht wissen. Also jetzt gerade bei TNA, die sind ja, ich meine, da wird man, die werden es nicht mehr lange machen. Und nee. Da hat man, auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin, hätte man zum Beispiel noch einen Jeff Hardy, den man mit dazu botchen könnte. In die Cruiserweight Division. Ja. Ich glaube, Jeff Hardy wäre ein zu großer Name für die Cruiserweight Division. Man kann die Cruiserweight Division entsprechend groß aufziehen. Austin Aries wäre auch ein zu großer Name für die Cruiserweight Division. Richtig. Ja, aber Austin Aries hätte das
Problem, dass er halt, also für ihn das Problem, dass er halt Samoa Joe ist im Prinzip. kein WWE-großen Namen hat. Und deswegen kann man aus WWE-Sicht ihn locker in die Cruiserweight Division packen. Samoa Joe ist an sich auch ein zu großer Name für NXT, trotzdem funktioniert's. Also von daher. Naja, gut, bei NXT kann man ihn ja auch zeigen und bei der Cruiserweight Division auch, aber alles, was höher geht, ist ja dann schon. Weil ich meine, die Cruiserweight Division, selbst wenn sie kommen sollte, wird sie keinen großen Stellenwert haben. Zumindest nicht bei der WWE. Ja, gut, wenn es danach geht, könntest du auch einen Christopher Daniels mit in die Cruiserweight Division packen. Ja, und Ja. Kazarian auch. Genau, Kazarian und weiß ich nicht, du könntest auch Loki und was weiß ich wen alles, könntest du da mit Moment, reinpacken. Kaval oder was? Könntest auch Eric Young da reinpacken. Könnte man auch, ja. Der hätte auch den Körperbau. Könntest du auch nochmal X-Pac zurückholen. Du Und kannst Steve auch Robbie Richards. E reinpacken. Wen? Robbie Ja. E. Hey, er haut hier Namen raus. Das wäre auch Aber geil, Robbie E und Zack Ryder als Cruiserweight Tag Team. wir sind uns aber, glaube ich, alle einig, es hätte was, wenn das ganze Ding wieder zurückkommen würde. Wenn man es richtig aufbaut, Ja, ja. natürlich. Das ist bei WWE immer die Gefahr, dass es nämlich nicht passiert. Ja, Genau. klar, also selbst wenn man es jetzt dann so macht, wie es bevor Hornswoggle den Titel gewonnen hat, dass es jetzt eher nur ein Sidekick war. Dafür reicht, wenn du ein Pay-Per-View hast, du hast ein Cruiserweight-Title-Match mit, was weiß ich, dann hast du Sami Zayn gegen Finn Balor, dafür hast du trotzdem einen Grund mehr, den Pay-Per-View zu gucken. Also selbst wenn die nur 10 Minuten oder noch nicht mal kriegen. Selbst nur 8 Minuten kannst du dich schon bei den beiden anfreunden. Ja. Ich sag mal so, du könntest auch Edge Styles reinpacken. Aber ob sie den kriegen, ist dann auch wieder. Den kriegen sie nicht. Das haben sie versucht. Es wird nicht Zumindest nicht mit dem, funktionieren. was sie für das, was sie mit ihm vorhaben. Ja. Irgendwann kriegen sie alle. Wir haben auch Naja. alle gedacht, dass Sting nie zur WWE geht. Ja, aber bei Sting ist das noch was anderes, weil der nochmal gewisses Geld kriegen wird, was er bei TNA niemals hätte bekommen können. Ja, wie alt ist AJ Styles jetzt? 40? Echt, so alt schon. Ist der schon 40? Glaube Ja, ich. Ich guck mal. dann 38. 38. Ja, dann lass mich kurz rechnen. 16 Jahre warten. Naja, Und wenn er bis in 16 Jahren noch aktiv ist, dann ja, dann ist das sicherlich. dann sehen wir dann AJ Styles bei WrestleMania 45 gegen den Undertaker. Glaube ich nicht, weil also sowieso nicht gegen den Undertaker, davon abgesehen, aber ich glaube nicht, weil die Person Sting immer noch ein bisschen was anderes ist als AJ Styles. AJ Styles war bei TNA groß und Sting bei WCW und WCW war erfolgreicher als TNA. Ich glaube aber trotzdem, dass AJ Styles ein Name ist, der beißt zieht. Das ist sicherlich, ja gut, kommt drauf an, wie man ihn dann halt darstellt, ne? Ja. Wenn man ihn dann als AJ Lee auftreten lässt. Nee, aber klar, also er wäre es natürlich auch ein Gewinn für eine Cruiserweight Division oder generell auch für die WWE, davon mal abgesehen. Auch mit seinen 37 Jahren noch. Schade, dass Billy Kidman nicht mehr wrestelt, aber der ist auch schon alt, ne? Ja, der dürfte zu demnächst in Rente gehen oder so. Lance Storch auch Ja, noch mal was. 41 ist er. 41, da könnte er ja auch noch 2, 3 Jahre machen. Ja, theoretisch. Wenn R-Truth noch Theoretisch. dabei ist. R-Truth ist ja auch schon. Der ist Baujahr Ja. 72. R-Truth ist aber auch ein Modellathlet im Prinzip. Also Billy Kidman hat mir auch immer sehr gut gefallen. Aber gut, bevor wir jetzt hier noch irgendwie, wir könnten jetzt noch Stunden weiter Name-Dropping betreiben. Ich würde einfach vorschlagen, wir gehen zu unserem voraussichtlich letzten Thema für heute. Es wird das letzte Thema sein, ja. Ja, gehe ich auch von aus. Aber es kann ja viel passieren. Vielleicht sagt jetzt jemand einen Satz und dann sind wir durch damit. Es ist ja bekannt, die Ratings sind aktuell im Keller. Man macht sich Sorgen, inzwischen sogar bei der WWE. Ja, man macht sich tatsächlich Sorgen. Man möchte einen Blockbuster-Angle bringen gegen die sinkenden Ratings. Und dann hat inzwischen den Schuldigen gefunden. Es ist Seth Rollins. Seth Rollins ist so schlecht, dass er für sämtliche sinkende Ratings schuld, dass er an sämtlichen Rating-Fails schuld ist. Und Leute wie Big Show etc. zieht er komplett mit runter.
Seth Rollins ist schuld an den sinkenden Ratings laut WWE. Ich möchte im Strahl 360 Grad rumkotzen, aber man wird es wohl nicht ändern können. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich persönlich sage Jein. Moment, einen Moment, ganz kurz. Solange Hannes seinen Kopf wieder gegen die Wand presst, werde ich das kurz mal ausleuchten, warum ich sage Jein. Ich glaube, dass die WWE Seth Rollins dazu verdammt hat, es zu sein. Okay. Er war, hätte ich vorher zuhören sollen. Er war zu präsent im TV. Die Heel-Rolle, die für ihn gedacht ist, passt zu ihm, ist aber scheiße. Und dadurch, dass er zu präsent im TV ist, kann ich mir vorstellen, dass viele gesagt haben, ey, den Zipfel gucke ich mir nicht schon wieder an. Dann ist aber nicht Seth Rollins schuld. Dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Seth Rollins, wenn er schon Champion ist, da selbst eventuell mal hätte was sagen können, dass er sagt, ey, Freunde, passt auf, ich glaube, ich bin zu viel im TV. Machst du nicht. Ich bei dem Standing, das... Das tust du nicht. Du sagst nicht, oh, ja, vor allem wenn du wirst da ja teilweise nach Auftritt bezahlt, dann sagst du nicht, ja, ich bin zu oft da, blablub, das machst du ja nicht von dir aus. Mir geht's nicht darum, dass er da ist und Matches bestreitet, sondern einfach darum, dass es gefühlt jede verfickte Raw-Ausgabe mit ihm startet, er hält eine 20-Minuten-Promo, dann siehst du ihn, der hat eine Screenzeit von, lass mich übertreiben, 1,5 Stunden von 3 Stunden Raw. Ja, das, aber er wird niemals selbst was sagen, weil man dann das so auslegen wird, als wenn er klickig sei, dass man mit ihm nicht planen könnte, dass er seinen eigenen Kopf hat, dass er keine Anweisung befolgt und was weiß ich was noch. Und er wird sich sagen, ich mache lieber alles, was sie mir sagen, weil am Ende bringt mich das in den Main Event und nicht, wenn ich aufpasse, wie ich mich darstelle oder darstellen lasse. Sorry, aber dann spricht das Bände über seinen Charakter. Naja gut, sagst du deinem Chef auch, dass du deine Meinung über ihn? Ob ich das zu meinem Chef sag? Ja. Ja, immer was du so über ihn denkst, alles. Ja. Also ich habe einen guten Chef. Ich habe einen relativ lockeren Chef. Und wenn mir was nicht passt, dann sage ich ihm das, ja. Okay, stell dir vor, dein Boss wäre Vince McMahon. Würdest du ihm immer alles sagen? Auch mit dem Hintergrund, dass du vielleicht, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei Seth Rollins ist. Ich glaube, er hat nur eine Frau und noch keine Kinder oder so, aber dass du halt deine Frau ernähren musst und alles. Und deine späteren Kinder vielleicht. Ich glaube, dann würde ich schon im Knast sitzen, wenn ich Vince McMahon als Boss hätte. Ich glaube, dann hätte ich ihn schon erschossen, gerade mit den Möglichkeiten in den USA. Okay, das ist von daher. Ja, aber wie gesagt... Also nein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Natürlich ist da die Sache, die Angst vor dem Finanziellen etc. Ich persönlich glaube aber trotzdem, dass Seth Rollins sich da, der braucht da keine Angst für haben, weil wenn er von der WWE gekündigt wird, dann hat der Seth Rollins ist ein großer Name in den Indies, und wenn ich mir angucke, was AJ Styles, wenn er durch die Indies zingelt, was der da verdient, glaube ich nicht, dass Seth Rollins Angst haben müsste, weniger zu verdienen. Ja, aber ich denke mal, er verdient jetzt auf jeden Fall gut. Ob er sich das jetzt dann noch zig Jahre geben wird oder ob er sich dann irgendwann sagt, ach, lass mich alle in Ruhe, ich mache jetzt die großen Indie-Bookings, das ist dann eine andere Sache. Aber in erster Linie wird er sich jetzt erstmal sagen, ich mache jetzt erstmal das große Geld bei der WWE. Und du siehst ja auch bei Leuten wie Samoa Joe auch, wenn die zu NXT gehen, dann hat das ja auch einen gewissen Grund. Und dann wird es da auch halt auch eben um das Geld gehen, dass man da bei WWE doch noch anderen Verdienst hat als noch bei den Indies dann. Ja, natürlich. Mal bei den Indies, weiß ich nicht, wie es ist, muss ja meistens dann noch die Reise musst du selber tragen. Das ist vielleicht, wenn du ein AJ Styles bist, ist das jetzt nicht so teuer wie für einen anderen Unbekannten.
Aber das musst du halt auch tragen und das wirst du bei WWE wahrscheinlich nicht haben. Ja, aber wir sagen was, ich glaube, man kann einen AJ Styles mit einem Seth Rollins vom Bekanntheitsgrad eventuell auf die gleiche Stufe stellen. Ja, auf jeden Fall. Von daher denke ich mal, dass ich das da nicht so viel nehmen würde und ich glaube, dass AJ Styles mindestens genauso viel hat wie Seth Rollins im Moment. Von der Kohle her, wenn nicht sogar mehr. Ja gut, aber AJ Styles ist ja auch schon länger dabei, ne? Das ist richtig. Ist auch schon ein bisschen älter als das Rollins. Und er hat auch, glaube ich, schon Kinder, oder nicht? AJ Styles? Ja? Keine Ahnung. Lass uns Hannes fragen, das lebende Wikipedia. Nun, Lebende Gossip-Magazin. das Ganze ist folgendermaßen: Er hat eins, zwei, drei Kinder. Ja, siehst du. Ja. Ja. Ist aber gut aktiv gewesen, doch. Naja, gut, Ja, kommt halt drei drauf an. ist ja noch. Na, in Deutschland, wenn du mit drei Kindern rumläufst, wirst du schon als Assi betitelt. Nee, das geht ab 5 los, glaube ich. Was ist dann mit Uschi von der Leyen? Ja, das ist die lebende Wurfmaschine. Kreisler-Legende aus Burgdorf, genau. Was denkst du, warum die Verteidigungsministerin jetzt ist? Die kommt dann in so einem Frauenarztstuhl, kommt die an die Front und dann wird geschossen. Oh Gott. Was glaubt ihr denn, wer jetzt noch die Shows retten kann? Also ich hätte einen Vorschlag, das wäre der hier. Nein, nein. Nein, der Geht ist ja ja eh nicht. erstmal weg. Der ist ja eh erstmal weg. Ich Nein, glaube, aber Urlaub mit Niki, genau. ich frage mich halt die ganze Zeit, was dieser Blockbuster-Angle jetzt werden soll. Also wenn man es so ankündigt, muss das ja irgendwas Großes werden. Vielleicht hat Vince McMahon wieder, entspringt er wieder fast dem Tod oder so. Das hat man ja schon öfter gebracht. Ja, es wird ja im Board wird ja spekuliert. Moment, ich guck mal ganz kurz, wer das war, damit das erwähnt wird. Weiß Der ich einfach Rigel. über. Der Rigel hatte geschrieben, dass dieses Angle einfach nur Triple H und Stephanie sein müssten, die sich offen gegen Vince McMahon stellen. Ja, das würde schon ausreichen, ne? Ja, dadurch hättest du einen Bezug Jetzt zu auch im dem, was Hintergrund, weil. gerade real passiert. Jetzt im Und Hintergrund, weil Vince McMahon damals ja indirekt dafür gesorgt hat, dass die Authority kurzzeitig aus den Shows war. War zumindest außer Macht. naja, und du könntest ein NXT versus WWE aufbauen, ne? Aber das ist dann schon wieder zu viel. Das wird dann, Ja, es wäre schon da wird es schon geil. wieder unrealistisch. Aber es Soll wäre ich geil. aber. Euch sagen, wer das eventuell schaffen könnte? Oh je. Ah, na, nee, nee. Also ich hatte jetzt schon wieder mit einer ganz anderen Theme Ja, ich gerechnet. habe jetzt gedacht, jetzt kommt Chris Benoit wieder aus dem Grab gehüpft. Alle haben so Angst. Oh mein Gott! Ja, nach der letzten Woche muss man das, glaube ich, auch haben. Nein, aber ich glaube, wenn man das jetzt nochmal aufgreift, sage ich jetzt mal, diese Attacke von Seth Rollins, hat man ja schon mal gemacht, aber wenn man die jetzt nochmal richtig angreift, mit dem Anwalt und Edge übernimmt, dann eventuell eine Show. Wird zum Beispiel General Manager von Raw oder wird Vorgesetzter von Triple H und Stephanie McMahon und lässt sie so ein bisschen so spießrutenlaufmäßig. Ich glaube, das hätte auch was. Ah, Hätte auf jeden Fall was, aber. der ist doch, Edge ist doch geplant als GM für SmackDown. Ja. Naja, Ja, gut, da ich hätte kann nichts er ja auch. dagegen. Ich hätte nichts dagegen, wenn mal wieder Aber wirklich ein GM da wäre, also. Es bringt wenn aber nichts, solange du kein gesplittetes Roster hast. ja, das ist halt irgendwo der Schritt, den man wieder machen müsste, der aber leider nicht passieren wird, fürchte ich. Das war ja damals aber auch schon. Ich habe jetzt mal so ein paar alte WWE-Hefte in die Hand gekriegt und da war die Zeit mit dabei mit diesem Roster-Split. Wenn man sich das mal genau angeguckt hat, war der Roster-Split damals eigentlich auch total vom Popo. Nein, war er nicht. Naja, zum Ende hin schon. Ende hin Aber schon, aber auch. gerade zu der Zeit, wo dann
Paul Heyman und Eric Bischoff, glaube ich, war es damals, General Manager waren und die sich da um die Topstars gestritten haben und blablabla. Ja, genau. Das war schon großartig, wenn man sowas wieder aufzieht, okay, wenn man es so macht wie zum Letzt, als der Roster-Split im Grunde genommen nur noch Deko war und irgendwie trotzdem jeder überall aufgetreten ist, drauf geschissen, aber... Damals so die beste Zeit mit dem Roster-Split war so 2004. Ja, Paul Heyman, Eric Bischoff. Das war 2005, war das auch noch. Ja. Da gab es dann auch separate Tag-Team-Titel. Bei SmackDown gab es eben die Cruiserweight Division. Nochmal um 2008 aufs Thema dann. War das auch nicht unbedingt schlecht. Noch. Ja, 2008, da war es aber schon zu vermischt, glaube ich. Nee, war noch. Da hatte jeder Bronze, also da hast du halt die Cruiserweight Division ja nicht gehabt, da hast du halt für jede. Bei jeder schon Frauentitel gehabt, du hast bei jeder schon Tag-Titel Ach, ja, gehabt. Ja. Also es waren, weil ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein starkes Wrestling-Jahr war, wie 2004, aber den Roster-Split hast du da auch noch ordentlich gehabt. Ich glaube 2009 auch noch halbwegs, aber 2010 fing es dann schon an mit diesen ganzen Specials, wo dann alle von SmackDown auch immer rüberkamen. Weil du hattest ja eigentlich die Road to WrestleMania, durch den Roster-Split hat sich die Road to WrestleMania fast alleine geschrieben. Ja. Wenn du jetzt einen hattest, der einen Rumble gewonnen hat, wie zum Beispiel jetzt mit Chris Benoit. Sorry, dass wir da jetzt nochmal drauf eingehen. Ah, er hat Chris Benoit gesagt. Da hat die Road to WrestleMania hat sich alleine geschrieben, weil du hattest die Fehde zwischen Triple H und Shawn Michaels, die du ja eigentlich immer hattest, diese Zwistigkeiten zwischen den beiden. Und dann kommt dieser kleine Kanadier mit der Zahnlücke und mischt sich da auch noch mit ein. Ja, gut, aber ich sag mal so, du hast halt auch noch, also man konnte ja quasi, wenn man den Royal Rumble gewonnen hat, man konnte sich immer entscheiden, ob man den Raw-Tube oder den SmackDown-Tube hatte. Also von da Ding her hattest du trotzdem, zum Beispiel, oder du hattest es so wie 2009, da war das dann zwar schon alles ein bisschen vermischt oder so, aber da war ja Triple H erst WWE-Champion bei SmackDown. Und hat dann aber gegen Randy Orton von Raw angetreten, weil Randy Orton halt den WWE-Titel von Triple H haben wollte, wegen der ganzen Rede da. Also man kann es, gut, da war es halt vermischt, da war es nicht so, dass Randy Orton zu SmackDown gegangen ist, aber man hätte es auch immer so halt machen können, dass derjenige dann zur anderen Show wechselt. Ja, hätte man machen können. Genauso wie man das bei Edge gemacht hat, als er den Money in the Bank-Koffer von Mr. Kennedy gewonnen hatte. Also er dann auch direkt zu SmackDown gegangen, hat den eingelöst, war dann Teil von SmackDown. Und so hätten wir es beim Royal Rumble auch machen können. Ja, auch die Drafts waren immer relativ spannend. Genau. Ja. Aber das hast du schon beim letzten gesehen, der wurde ja dann irgendwie eine Woche vorher erst noch nicht mal in der Show an sich, sondern nur durch ein Video dann irgendwie im Internet dann angekündigt und dann bei SmackDown. Aber vorher war nie ein Wort vom Draft irgendwie. Ja. Ich bin ja dafür, dass man den Taboo Tuesday zurückbringt. Naja, du hast ja quasi durch diese WWE-App-Abstimmung fast immer Taboo Tuesday, wenn man das noch aktuell hätte. Ja, aber im Moment hast du ja nur Fragen wie, wie findest du das WWE-Produkt? Gut, schlecht? Weiß ich nicht. Oder mir egal, das fehlt auch noch. Ja, mir egal. Oder fick dich, Vince. Oder, ich kann die Antwort wirklich geben. Oder ich guck lieber TNA. Nee, aber du könntest Taboo Tuesday war für mich persönlich es war halt interaktiv, auch wenn es heißt, 90% war vorher schon so festgelegt und blablabla. Aber wenn ich zum Beispiel den letzten, das war ja dann als Cyber Sunday umgenannt, wenn ich da den letzten Event gucke, zum Beispiel beim ECW Championship Match, hast du 3 Leute, die es hätten sein können. Also das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Dann kannst du dich freuen, entweder auf Matt Hardy gegen Mark Henry. Gut, das hat man damals sowieso schon 1000 Mal gesehen. Matt Hardy gegen Finlay oder Matt Hardy gegen Evan Bourne. Du hast halt schon, weil du, egal, allein schon bei Finlay und Evan Bourne, du hast halt 2 verschiedene Matches, wie es laufen kann und du weißt halt nicht, was ist und hast so diese Freude auf das Ungewisse quasi, was du jetzt genau. Worauf du hinaus wolltest. Genau, und ich persönlich, ich habe jetzt hier noch einen von 2006 oder so. Da war zum Beispiel, was total irrelevant war, dieses Match, aber es war halt Kalito gegen entweder Mankind, Dude Love oder Cactus Jack.
Und das Match war großartig. Ich werde. Soll ich spoilern? Wer gewonnen hat die Wahl? Hau raus. Mankind hat gewonnen die Wahl, zum Beispiel. Dann aber auch Mankind, Dude Love und Cactus Jack Lambda? Nein. Weil man hat ja vorher immer manchmal diese Einspieler so gehabt, wo die dann so da gestanden haben und gewartet haben. Das wäre gut gewesen, aber das wäre ein bisschen so wie jetzt mit Corporate Kane und Demon Kane. Da war damals noch die Fehde Matt Hardy gegen Kane. Ich weiß es Ja. nicht mehr. Ist wurscht. Ist wurscht. Auf jeden Fall sowas, glaube ich, würde der WWE gut tun, um die Ratings wieder hochzupumpen. So eine richtig Ja. interaktive. Kann ja auch eine Raw-Ausgabe sein. Einfach richtig interaktiv, wo die Leute sagen, ey, wir können da ein bisschen was selbst bestimmen. Wir können Vince mal so ein bisschen zeigen, was wir sehen wollen. Ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation. Ja, doch. Natürlich ist Interaktivität immer gut, aber die WWE hat, was Interaktivität angeht, immer gezeigt, dass sie da nicht so den richtigen Riecher für hat. Ja. Ja, wenn dann bei den ganzen Raw-Interaktivitäten, wo er was hattest, wenn du da zwischen einem Hardcore-Match, einem Falls Count Anywhere-Match und einem No Holds Barred-Match entscheiden kannst, Ja. das ist so, als wenn ich mir beim Fußball, wenn ich mir die Auswahl habe zwischen, was weiß ich, Viertliges 1, Viertliges 2, Viertliges 3. Das ist am Ende, ist das immer noch ein Viertliges und dann ist das weniger interessant. Ja, aber wenn jetzt, was weiß ich, im Main Event ein Titelmatch wäre und du könntest dich entscheiden zwischen einem 30-Man Iron Man Match, 30-Man, ein 30 Minutes Iron Man Match, Hell in a Cell oder ein TLC Match. Ja, oder man muss es noch nicht mal so machen, was ich zum Beispiel beim Cyber Sunday von 2007 fand. Da hattest du die Wahl, also wer Randy Orton treffen soll, Shawn Michaels, Jeff Hardy oder Mr. Kennedy. So, und je nachdem, wie du dich entschieden hattest, also Shawn Michaels hat dann gegen Randy Orton angetreten, aber du hast halt dann auch Mr. Kennedy gegen Jeff Hardy gehabt. Also du hast dadurch, durch das, was du gemacht hast, hast du quasi zwei Matches bestimmt und konntest das halt dir in dem Sinne aussuchen, wer gegen wen antritt, welche Ja. Matches man halt hat. Und sowas reicht ja schon. Das ist ja eigentlich nicht schwer zu booken. Zur Not lackt man sich eh, okay, wir fälschen die Ergebnisse und haben unsere zwei Matches, aber wenn 50% der Leute allein dann schon glauben, die hätten irgendwas entschieden, dann reicht das ja schon. Ja, klar. Ja, Von Glauben ist daher. halt der entscheidende Partner. Es war halt immer relativ offensichtlich, sag ich jetzt mal, dass das Ganze doch immer schön in die Richtung gelenkt wurde, wie es die WWE halt haben wollte, ne? Naja gut, du hast es aber auch meistens durch die Shows halt schon in die Richtung gehabt, wenn, also zum Beispiel bei dem, was ich gesagt habe, da war es halt so, dass Randy Orton und Shawn Michaels schon am meisten miteinander zu tun hatten, wodurch eigentlich klar war, dass die gegeneinander antreten werden. Und so hast du es, würdest du es dann halt dann auch haben, aber das ist ja nicht unbedingt verkehrt. Nö, Ja. stimmt, ist richtig. So. Onu? Und nu? Tja, Önü? mit den Themen sind wir durch, ne? Freunde der Jo. Nacht. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt Schluss, oder? Ah. Können wir so machen, ja. Wir haben jetzt eine Stunde voll, würde ich mal sagen, so ungefähr. Circa, ja. Und wenn jetzt keiner mehr irgendwas hat, ich denke mal, wir haben eigentlich auch schon alles Entscheidende gesagt, würde ich einfach mal sagen, wir kommen jetzt mal zu den obligatorischen Grüßungen. Ja, Möchte der dann. Murf vielleicht anfangen? Ja, ich grüße heute mal. Benny müsste den Spruch eigentlich kennen, wer das gesagt hat. Hat in der Sendung gesagt: Wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich Zwerge treten. Und zwar Mark Oliver Schulz und Bernie Börnemann. Ja. Hast du ja das letzte Mal empfohlen, habe ich mal reingehört, das ist wirklich sehr geil. Sanft und sorgfältig. Sanft und sorgfältig, genau. Von Radio 1. Dann grüße ich noch Jan Pfeffi,
in Old Dirty Rocker und sonst alle von WI Boards. Das war's. Kim. Ja, ich mache erstmal hier den Thomas Gottschalk und grüße alle Leute aus Österreich und aus der Schweiz. Und dann mache ich wie immer und grüße alle unsere weiblichen Zuhörer. In der Hoffnung, Also, dass sie sich irgendwann vermehren. wir haben fast nur weibliche Zuhörer. Ja, also wir haben auf Benny. jeden Fall Achso. viele. Wir haben auf jeden Fall viele Fangirls. Ja, sichi. Okay. Ich muss grüßen, ja? Kannst doch Also, einfach ich. nicht grüßen. Ja, doch, ich grüße Crestfallen. Weil jetzt halt bin ich in der Gruppe, die sie gegründet hat. Jetzt kann ich wieder grüßen. Bist jetzt doch drin. Ja, nicht bei den Mädels, hier im Baylor Club. Ach so, ja, da bin ich auch drin, glaube ich. Dann grüße ich die Ellie, die heute mitmachen wollte, die es aber leider nicht geschafft hat. Aber das wird sich irgendwann klären, die wird irgendwann mitmachen. Dann, wen grüße ich denn noch? Ich grüße KMs Lieblingsmenschen, den Kevin. Dachte erst, du grüßt mich. Ja, das. Lass mich kurz überlegen. Mir fällt keiner mehr ein. Wenn ich einen vergessen habe, schreibt es mir auf die Pinnwand. Hasst mich, steinigt mich. Ja, ich grüße meine beiden Lieblingsopas, den Andi und den Jens. Ich habe gedacht, es kommt schon wieder Chibi. Nee, nee, der Chibi Nimm her die Oma. ist mein Quotenschweizer. Der Bergdeutsche. Ja, genau, der Schluchtenscheißer. Das Oder sind waren die das die Österreicher? Österreicher. Stimmt, Ich wollte verdammt. gerade sagen, Verdammt. Schweizer sind Käsefresser. Ist aber lecker, der Käse. Und dann grüße ich noch. Wen wollte ich denn noch grüßen? Wen wollte ich denn noch grüßen? Ach Gott. Mir fällt es nicht mehr ein. Muss einfach. Ja, den Gio grüße ich sowieso immer. Wir grüßen noch den Giovanni. Und den Max. Genau, den Max. Den Lugeld. Ne, ich grüße nicht Lugeld, ich grüße Lugelds Freundin. Geht das wieder los? Alles klar. Dann Ach sind wir ja, am. Ja. wir müssen ja noch Jannik, also Jan Hendricks Schwester wird bei uns irgendwann noch versteigert. Was? Ja, die war letztens unfreiwillig mit hier im Podcast und dann hat Jan gesagt, er will sie loswerden. Da habe ich gesagt, okay, wir versteigern sie hier. Der niedrigstbietende gewinnt. Und Das niedrigst einmalige Angebot. dann noch in eigener Sache, wenn ihr eine geile Serie sehen wollt, dann guckt euch The Killing an. Und Dexter ist scheiße. So, ich werde durch. So, meine Damen und Herren, das war der letzte Auftritt von Benny im Wrestling-Café. Sehr geehrter Herr, ich weiß gar nicht, wie heißt du eigentlich mit Nachnamen? Hannes. Bisschen. Ich heiße Hannes Hannes. Hannes. Ja. Wer Okay. mich, wer meinen Nachnamen wissen will, der wird ihn finden. Wurst. Nee, Ach ja, auf. ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Herr Schwabe, Sie werden mich nie wieder los. Ja, ich bin der Seid ihr Schwabe, der verheiratet? in. Ich bin der Schwabe, der in Bremen geboren ist und in Franken wohnt. Ja, Schwäble. Herr Schwäble. Ja, ich fürchte, ich werde dich nicht mehr los. Ja. Ist aber auch in Ordnung. Finde ich auch. Tja, ja, Irgendwann kommt man mit klar, ne? den KM Ja. werden wir ja auch nicht mehr los, ne? Nee, KM hat Blut geleckt bei uns. Ja, ich bin ja auch ein Vampir. Gut. Mal wieder eine sehr strukturierte Ausgabe. Wobei im Vergleich zur letzten Ausgabe war sie sehr strukturiert. Auch Ja, weil sehr. Benny heute nicht ausgerastet ist. Ich habe auch nicht einen Exorzisten geguckt. Na, wunderbar. Dann ja, bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ja, wie immer halt, ne? Ja, genau. Ich bedanke mich also beim Benny, Ja. beim Kim Jo. und beim Power Ranger Murph. Bitte, bitte. Beim Pink Power Ranger.
Alles klar, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.